mein erster Eindruck zu der Villa. Als ich dieses Haus das erste Mal gesehen habe, war einfach nur, boah, das sieht total schick aus. Wie kann es sein, dass das leer steht? Das ist doch, was läuft in dieser Stadt, dass solche schönen Gebäude einfach leer stehen? Das war ja quasi die Gründerzeit. Und da haben alle Fabrikanten und alle, die etwas auf sich hielten, und Schulze-Schenking war ja einer der großen Bauernhöfe, die haben sich so eine Gründerzeit-Villa gebaut. Das haben Cox gemacht, das haben Wattendorfs gemacht. Und das Eigenartige ist ja, dass die ganzen Häuser inzwischen fast alle verschwunden sind. Für einen Teil der Bevölkerung war sie längst ein Schandfleck geworden. Für die anderen eine entgangene Möglichkeit, die lebendige und wechselvolle Geschichte des als Villa Heimann bekannt gewordenen Hauses zu bewahren. Die zum Schluss nur noch durch hohe Baukosten zu erhaltene Villa galt lange Zeit als Synonym für die Schrecken und Grausamkeiten der Judenverfolgung im Dritten Reich. Sie allein aber auf die kurze Ära des Holocaust-Regimes zu reduzieren, würde dem Wert der Villa für die Stadt und vielen ihrer Bewohner nicht gerecht. Ich kann mich daran erinnern, dass ich an einem Abend, und es war wohl der 9. November, wie man mir später dann genau sagte, am Eingang der Bahnhofstraße, der damaligen Bahnhofstraße, stand und hörte verschiedene Geräusche. Rein zufällig war ich mit meinem Freund dahin gekommen. Also es muss wirklich ein unglaublich schlimmes Erlebnis für diese Familie gewesen sein. Was aus einem Dokument im Archiv hervorgeht, ist, dass die Einrichtung zertrümmert wurde, die Jalousien wurden zerstört, die ganzen Badezimmer wurden zerstört, es wurden die Spülbecken wurden zertrümmert, die Badeeinrichtung wurde zertrümmert, die Zentralheizung wurde unbrauchbar gemacht. Theoretisch konnte man in diesem Haus nach dieser Aktion überhaupt nicht mehr leben. Und das auch ein deutliches Zeichen, dass auch in der Bevölkerung es noch Leute gegeben hat, die geholfen haben und die wussten, was war. Denn zu sagen allgemein, wir haben nichts davon gewusst, stimmt nicht. Wenn man wollte, wusste man. Nicht genaues, aber man wusste von der Verfolgung der Juden. Es kam dann der Krieg. Und da waren diese Dinge am Rande mal erwähnt. Aber der Krieg und das, was damit verbunden war, stand im Vordergrund. Nachdem der Krieg vorbei war, wollten die Überlebenden der Familie Heimann ihre Villa gerne wiederhaben. Und im Zuge der Wiedergutmachung hätte dies auch möglich sein sollen. Nun hat Ottilie einen Antrag gestellt auf Wiedergutmachung bei der Stadt Steinfurt und darüber hinaus auch noch beim Wiedergutmachungsamt in Münster. Mit diesem Wiedergutmachungsantrag, der 1949, also direkt nach dem Krieg, gestellt wurde, verlief es jedoch komplizierter, als es eigentlich hätte gehen können. Ottilie hat einen Antrag gestellt, wollte ihr Haus wiederhaben. Die Stadt Steinfurt hat jedoch Einspruch eingelegt und hat sich dabei auf geltendes Recht berufen. Im Gesetz steht nämlich, solange ein Gebäude oder ein Gegenstand im öffentlichen Gebrauch ist und auch öffentlich genutzt wird, muss die Stadt oder die Einrichtung dieses nicht zur Verfügung stellen. Sie durfte es also behalten. Auf der einen Seite hat sich die Stadt an geltendes Recht gehalten, natürlich, wenn man jetzt juristisch argumentieren will. Auf der anderen Seite wissen die Leute, die in der Stadt sitzen, was mit der Familie Heimann passiert ist. Die wissen genau, was die durchgemacht haben, dass das Haus denen gehörte. Und sich dann auf diese Gesetze zu berufen, das hat auch der Anwalt der Familie Heimann gesagt, ist einfach nur unverschämt. Nach vielen Diskussionen und Ratssitzungen wurde schließlich seitens der Stadt beschlossen, einen Komplettneubau der Feuerwache anzustreben, in der die Villa oder Teile davon nicht mehr vorgesehen waren. Damit endete am Abend des 23. Juni 2014 die Ära der Villa Heimann. Sie hinterließ einen Haufen Schutt und die Frage, wie man mit der Verpflichtung ihrer Geschichte umgehen soll. Was mich besonders betroffen hat, ich habe gesehen, wie es von innen kaputt wurde und wie sie es von außen abgebrochen haben. Das Bild, das ich von der Villa im Kopf habe, ist eigentlich nur eine leerstehende Ruine. Sehr schade.